Hallo und herzlich willkommen zurück zum nächsten und dritten Part Cyberpunk 2077. Im letzten Part haben wir einer Person das Leben gerettet, mehr oder weniger. Die war im Eiswasser festgefangen. Ja, ich komme schon. Und jetzt sollen wir uns auf den Beifahrersitz setzen. Fahr mit Jackie zurück, ist unsere nächste Quest. Ja, Jackie, dann fahr mal los. Der Auftrag. Mission verfolgen. Jackie, möchtest du irgendwas sagen? Nö. Ich glaube, wir sehen jetzt das erste Mal einfach so ein bisschen was von Night City. Übrigens, ich habe das angemacht, dass keine Copyright-Musik abgespielt wird. Also, ich vertraue einfach mal drauf, dass es gut funktioniert. Stadt wie jeder andere. Nur größer. Nein. Nicht wie jeder andere. Wayland. Adam Smasher. Ja, nur, dass mir die Legenden nichts sagen. Aber es sieht cool aus. Holen wir uns was. Bist du dabei? Jackie, wir haben Watson gesperrt. Schon vergessen? Oh, shit. Stimmt. Ich, ich wusste es. Der Mann hinter uns verfolgt uns. Aber mir das gefällt nicht. Kein bisschen. Wo kam der her? Fahrzeugkämpfe. Waffe ziehen, alt. Waffe wegstecken, wieder setzen, zweimal alt. Als Beifahrer kannst du dich aus dem Fenster lehnen und dein gesamtes Arsenal ausgerüsteter Fernkampfwaffen einsetzen. Okay. Alter, Jungs. Jetzt fahr schon, Jackie! Ja, ja, ich bin dabei. Ruhiger. Mein Treffer ist... Ich treffe nur nicht so gut. Habe ich noch andere Waffen? Irgendwie nicht. Also die Bewegungen hier sind noch nicht ganz flüssig. Sonst läuft das Spiel zwar gut. Ich könnte auch den Fahrer einfach abknallen. Ja, ich bin dabei. Dein Baby ist arg zerkratzt. Tut mir leid. Schon okay, das kann warten. Fahren wir lieber nach Hause. Stimmt. Gibt Schlimmeres. Zum Glück geht's allen gut. Ist das da oben, das Rote, eigentlich unser Lee? Nee, was ist denn das da? Also von der Grafik her sieht's echt Hammer aus. Und es läuft auch relativ flüssig tatsächlich. Hallo. Watson ist bis auf Weiteres abgesperrt. Notwendige Sicherheitsmaßnahme. Officer, bitte. Ich bin so froh, dass Sie hier sind. Ach ja? Und was macht mich so besonders? Oh, schade. Ihr goldenes Herz. Denn nur jemand mit einem Herz aus Gold versteht, wie dringend ich zu meinem Mädchen muss. Ihrem Mädchen? Sie macht sich Sorgen, wenn ich nicht komme. Ich meine, ich versuche ihr ein guter Mann zu sein. Sie gibt mir eine Chance. Ein guter Grund. Ich lasse ihn einfach mal reden. Lasst sie durch. Aber sie sind die Letzten. Okay, dann mal los. Dann. Einen schönen Abend wünsche ich. Als ob diese komische Ausrede funktioniert hat. Also, mal ganz ehrlich, im echten Leben würde das nie funktionieren. Du kannst ja richtig nett sein. Sowas, du kannst ja richtig nett sein. Wann bin ich nicht nett? Immer? Ich bin immer nie. Wo müssen wir eigentlich hin? Versuch mal für euch so ein paar Momente einfach der Stadt einzufangen. Ich glaube, das ist auch ganz cool. Guck mal, da gibt's auf dem Mauer. Und? Ist es die Polizei? Die Typen sind am Arsch. Ich stehe da normale Festnahme aus. Weil das keine Bullen sind, sondern Nächste.
NCPD-eigene Sondereinheiten. Die kommen, wenn was richtig aus dem Ruder läuft. Idioten wie die da fressen die zum Frühstück. Tja, das war's dann wohl. Arme Schweine hatten keine Chance. Ja, dann biegen wir mal hier rum. Fahrt überspringen. Als Beifahrer kannst du F drücken, um die Fahrt zu überspringen und sofort am Ziel anzukommen. Ja, aber das ist ja irgendwie langweilig. Also, muss mal kurz gucken. Wenn ihr, ich zeige euch mal kurz die Einstellung, die ich hatte bei der Grafik. Wisst ihr, warum das manchmal... Brauche ich Schärfentiefe? Nee. Ich glaube, das soll, machen wir mal aus. Ich habe generell alles einfach auf Ultra gestellt. Limitiert die Lichtspiegelung auf einer Kamera. Ja, nee, komm, lass aus und Blendenflecken kommen. Wir machen mal alles aus, was wodurch ich die also sobald ich mich bewege, dass das hoffentlich besser aussieht. Ich bin mir nicht sicher, ob das besser aussieht. Müsst ihr bewerten. Oder generell, wenn ihr Tipps noch habt, die ich ein- oder ausstellen soll. Und du? Jetzt kommst du sicher nicht mehr nach Haywood. Shelby, die lassen mich durch. Bist du dir da sicher? Klar, ich spiel wieder den netten Jackie. Na gut, wenn du meinst. Dann werde ich dich mit dieser Polizistin allein lassen. Das ist ein bisschen komisch, aber gut, also dieser Wenderadius ist, glaube ich, erstmal unmöglich. So, willst du mich rauslassen, oder? Süße Träume wie. Danke, die wünsche ich dir auch. Grüß Misty von mir. Werde ich. Hi, luego. Na gut, dann gehen wir erstmal nach Hause. Interessant, was für ein Haus wir haben. So, und jetzt, wo ist denn der Aufzug? Hier. Apartment. Buck? Fast vergessen. Ich kenne einen Netrunner, der dir helfen kann. Gleich kommen die Details. Helfen bei was? Ein Job von T-Bug. Die Aufgaben, die T-Bug dir geben, Wie soll ich das so schnell lesen? Also, Der Gast ist Karina Lee, Moderatorin der Show Chip-In. Sie wirbt für die Verwendung kybernetischer Implantate. Wie geht's denn so? Die haben wir doch schon alle. So, Hallöchen. Ist das unsere gute Wohnung? Weil eigentlich, wir sind ja Konzerne, wir bräuchten ein richtig geiles Haus normal. Ja, geht. Dienstbett, wirf einen Blick auf dein Waffenlager. Optional. Ja, komm her. Ich möchte mein Waffenlager sehen. Lager öffnen. Ist ja, unbedingt gut. Was haben wir denn an, allem? Kann ich irgendwie hier alles auswählen? 5,9 Panzerung? 4,9. Habe ich irgendwas, was besser ist? 5,9. Ne, warte, hä? Achso, das Ausgerüstete ist besser. Das ist ein extra Ding. Okay, dann gib mal das her. Ringwaffe, scharf und tödlich. Pass bloß auf, dass du dich nicht schneidest. Dann nehmen wir die noch mit. Wie viel? Wir haben. Okay, 200 haben wir. Ich freue mich jetzt schon auf die ersten Mods, wo das dann ist. Muss ich das hier auch noch ausrüsten oder kann ich das hier? Nee, ich will es nicht transferieren. Ich will. Gib mal Lager her. Itemherstellung? Nee, Charakter. Nee. Inventar, das hier. Hier haben wir noch was. Und zwar das da. Mods, ja, mach mal. Und sonst haben wir nur hier Waffe 2, wäre noch der Katana. Und das haben wir gar nicht, gell? Wir haben keine. Ich hätte gerne Dauerfeuerwaffe, aber gut. Geh ins Bett. Dann legen wir uns mal schlafen. Gute Nacht. War ein anstrengender Tag. Erster Akt. Ein bisschen nah am Bildschirm, aber sonst okay. Also am Bildschirmrand. Guten Morgen. Gibt's eine Dusche? Jackie. Oh, wie? Hast du überhaupt geschlafen? Egal, steh auf. Ich glaube, ich habe mir was eingefangen. Beim Verlinken mit dem Konzern Biomon. Irgendein Neurovirus, oder? Das sieht mega aus. Ich muss zu Vic. Soll er mir sagen, warum mein Kopf und Magen eine Party feiern? Okay. Ich fahr dich. Hab deine Karre dabei.
Zieh dir was an, ich warte unten auf dich. Okay, erstmal duschen. So eine Dusche am Morgen. Geil. Gut, reicht dann aber auch wieder. Ich glaube, wir sind sauber. Dann, was können wir noch machen? Nehmen wir mit. Was auch immer das ist. Was konnten wir hier machen? Außer Lektis? Ja, das leckt. Geil. Warum? Wir lächeln. Mega. Mann, ja, kann man einfach mal lassen. Gut, jetzt leckt es immer. Keine Ahnung, warum gerade der Spiegel so leckt. Aber gut. Was haben wir hier? F? Achso, wir müssen wir halten. Achso, das sind wieder die Nachrichten und so. Gibt's da was Neues? Ja, ich zeig's euch wieder. Wer es möchte, kann sich's durchlesen. Ich lese nur die wirklich wichtigen Dinge durch. Aber falls ihr euch dafür interessiert, dann haltet gerne das Video an. Oder hier müssen wir ja noch auf. Achso, das sind die Night City Networks. Die, denke ich mal, kriegen wir noch irgendwie zu sehen. Aber wie geil das aussieht. So, dann gehen wir runter und sagen mal unserem Kollegen Hallo. War das da, wo wir waren? Anscheinend. Hey, hier ist Regina Jones. Wenn du Arbeit in Watson suchst, ruf mich an. Woher weißt du, dass ich hier bin? Und wer ich bin? Ich weiß, wie man an Infos kommt. Wie eine Art Sammlerin. Bis dann, wie? Bis dann. Schau, du Scheißteil! Achso, hier geht's lang. Man findet kaum noch keine Ahnung, wo wir hier gerade überhaupt sind, aber gut. Anscheinend weiß der, wo wir sind. Was denn? Wie gefällt dir mein neuer Bad? Hat mir ganz himmlisch die Fresse poliert. Wer neugierig, wie er einen wie dich handhabt. Was meinst du? Ja, von mir aus. Wo hast du den denn her? Woher hast du den, Fred? Von der Straße. Hat mich mit seinen großen Augen angeguckt. Da habe ich ihn mitgenommen, gefüttert, was angezogen. Nein, im Ernst. Ist ein Militärbad. Echtes Schnäppchen. Ein guter Turm hat ihm ein paar Upgrades verpasst und das war's. Wie geht's dem Trainingsbot? Na, wie geht's so? Der Kampf geht gleich los. Willst du keine Notizen machen? Melon gegen Hernandez. Nein, unser Kumpel hier guckt kein Fern und redet auch nicht. Er lässt lieber seine Fäuste sprechen. Sicher, dann zeig doch mal. Füße bewegen und den Kopf auch. So, willst du auch wieder reinkommen? Heftigen Schlag drauf, Jen. Schon mal überlegt, damit Geld zu machen. Ich kann Kämpfe arrangieren. Interesse? Steigst du selbst in den Ring? Früher mal. Mein Schädel hat etwas zu viel abgekriegt. Und die Reflexe waren auch mal besser. Sowas lässt sich beheben. Mit Kerenzikow sollte es gehen. Dafür sind mir meine Eddies zu schade. Ist an der Zeit, einen Gang runterzuschalten. Dann, was hättest du denn im Angebot? Was verkaufst du hier? Alles nur vom Besten. Achso. Achso, ich dachte, der meint die Kämpfe. Diese Kämpfe. Du hast was von Kämpfen gesagt. Ich habe deine Technik im Ring gesehen. Du hast einen guten Instinkt und bist auf Zack. Kannst es weit bringen. Vor allem gechippt. Diese Kämpfe sind nicht wirklich legal, aber ziemlich lukrativ. Lukrativ für wen? Dich oder mich? Für uns beide. Ich bekomme einen kleinen Anteil des Preisgelds. Als Agent eben. Der Rest gehört dir. Klingt fair. Was heißt denn aber ein kleiner Anteil? Klingt fair. Wusste ich's doch. Gute Instinkte. Kämpfe gibt es an verschiedenen Orten in der Stadt. Du gehst hin, setzt deine Eddies und schwingst die Fäuste. Wenn du gewinnst, gehört der Pott dir. Schaffst du es, jeden Kämpfer zu besiegen, kannst du ins Finale einziehen. Alles klar? Glasklar. Gut. Naja, du wirst dich aber erstmal durch Watson kämpfen müssen. In Kabuki fängst du an. Ich glaube an dich, wie.
Zeit, der Stadt zu zeigen, was du drauf hast. Keine Sorge, das werde ich. Okay, dann gehen wir erstmal weiter. Warum sind denn manche NPCs... Hallo? Ja, ja, ich wohne hier. Okay, anscheinend jetzt den Aufzug hier nehmen. Okay, ein paar Infos zu deinen. Neue Nachricht. Lesen. Sind die wichtig? Achso, das sind die Gegner. Okay, ja, das werden wir dann ansprechen. Erstmal zum Eingang runter. Irgendwie, bewege ich mich. Das war gerade ganz komisch. Ich finde echt krass, das wisst ihr natürlich nicht, aber mit wie vielen, mit welcher Bitrate das Spiel aufgenommen wird. Ich habe hier nur eine Qualität eingestellt und der passt das automatisch an und das ist schon krass. Aber gut, interessiert euch wahrscheinlich oder braucht euch eigentlich nicht zu interessieren. Und eine aufregende Neuigkeit. Selbst Hanako angekündigt, dass sie an der Dashi-Parade teilnehmen werden. Okay, jetzt hier lang. Dürfen wir bei den Wachen nicht gesehen werden oder warum wird uns das angezeigt? NCBD-Scanner-Delikte. Das NCBD bezahlt für deine Hilfe bei der Bekämpfung von Verbrechen. Aufträge Fixer kontaktieren dich, wenn du dich einem Auftragsort näherst oder Fixer, die Vermittler informieren dich über Aufträge in der Nähe. Okay. Aber ich darf jetzt hier erstmal sein, gell? Ohne Probleme. Ich hoffe doch. Und das sieht mega aus. Erstmal ein Bild gemacht. Achso, warte mal. Hier müssen wir mit dir reden. Okay. Lass mich nur kurz aufwischen. Dann besuchen wir Senior Vector. Okay. Achso, wir sollen mit ihm sprechen. Gestern hast du was von einer Überraschung gesagt. Erinnere ich mich richtig oder war ich high? Wahrscheinlich beides. Vergisst ja dauernd alles. Tja, sieht so aus, als hätte ich einen hübschen Job. Erzähl. Ich meine, vielleicht ist es auch nichts Großes. Aber das Ding kommt von einem gewissen... Wie war doch gleich sein Name? Ah ja, Dexter Deschamps. Der Topfixer in der ganzen Scheißstadt. Fettärschige Gangster-Messias vom Afterlife. 300 Pfund vergoldete Kultus. Erzähl mir mehr über Dex. Dexter Deschamps. Was redet man so über ihn? Ich weiß, du weißt was. Er war die letzten 2 Jahre untergetaucht. Angeblich hat er sich eine kleine Auszeit genommen. 2 Jahre? Das klingt eher nach Exil als nach einer Auszeit. Was hat er da gemacht? Pizza in sich reingeschaufelt? Und zu Hardcore-Virtus die Mamba gewürgt. Wichtig ist nur, er ist zurück und braucht eine neue Crew. Und? Wie hast du das geschafft? Hast du das angestellt? Deine Niere angeboten oder so? Soweit ich weiß, sind wir nicht gerade Dex' Typ. Wir beide nicht. Aber T-Bug, sie hat den Kontakt hergestellt. Ich wusste schon, als er mich sah, dass wir den Job haben. Ich meine, guckst dir an. Niemand kann diesem Kerl widerstehen, oder? Sicher, Jack. Wenn du meinst. Wie genau sieht der Job aus? Okay, was ist das für ein Job? Kommen wir da auch lebend wieder raus? Unser Messias will dich persönlich sprechen. Unter 4 Augen. Keinen Stress, aber... Systemstörung. Ah ja. Meinetwegen. Sag ihm Bescheid. Ich höre mir an, was Dex zu sagen hat. Dex ist der Fixer vor dem Herrn. Versteh mich nicht falsch, ich habe nichts gegen Padre und Bacagor. Aber Dex ist eine komplett andere Liga. Du weißt schon. Ich weiß schon. Nicht, was du meinst. Nein, eigentlich nicht. Ist doch immer dasselbe. Du bist irgendwo neu und der örtliche Fixer wedelt mit dem Schwanz und verspricht dir tonnenweise Jobs und Eddies. Und trotzdem bist du nur ein Name in seinem schwarzen Buch. Ein Werkzeug, um ihm ein hübsches Stück von dem Kuchen zu verschaffen, den ihm der Kunde hinstellt. Klar, man säuft zusammen, aber am Ende geht's nur ums Geschäft. Interessant. Mann, bin ich vollgefressen. Hab dein Auto dabei.
war gestern in der Werkstatt, um die Beulen von unserer Begegnung mit den Scavs zu glätten. Dankeschön. Danke, Jack. Weiß ich zu schätzen. Fahrzeug rufen. Mit V kannst du jederzeit ein aktives Fahrzeug an deinen Standort rufen. Muss ich erstmal aufsteigen? Hat man wieder beste Arbeit geleistet. Die Karre ist wie neu. Wird sich noch zeigen. Fahren wir jetzt oder was? Ja, klar. Lass uns das Baby in Aktion sehen. Komm. Bestätigen. Wo ist es denn? Das da. Gut, dann ich will fahren. Sag nicht, dass es dein Jingo-Jing war. Nächster Halt. Ripper Doc. Kamera wechseln. Oh, cool. Dann, wow. Okay, leckt das oder? Gut. Ich stelle mal ganz kurz was noch in der Grafik um. Moment. Was du nicht sagst. Oh, sie ist so süß. Steht nicht. Huch. Das Auto steuert sich ein bisschen komisch. Ja, ich habe jetzt ein bisschen was umgestellt. Ich glaube. Wow. Alter, das Fahrzeug, das macht. Ich höre schon vorher auf. Das ist nicht, weil es ruckelt oder so. Weil jetzt haben wir konstante Bilder. Sondern ich habe ja ein bisschen was umgestellt. Keine Sorge, aber ich glaube, das sieht man gar nicht. Ich habe nämlich nur Entfernungsschatten und so runtergestellt. Komm zu mir, wenn Vic deine Schaltkreise entstammt hat. Dann sehen wir, was Dex für uns hat. Okay, das machen wir so, wie du es sagst. Erinnerungen, denn eure Augen gehören euch nicht, oder? Doch, meine Augen gehören mir. Okay. Hallöchen. Hey. Der Vektor empfängt dich jetzt. Dankeschön. Ich bleib so lange hier. Na klar. Ich habe uns viel zu erzählen. Okay, warte, was? Streicheln? Och, eine Katze. Süß. Aber gehen wir hier rein. Warte mal, Ripper Doc. Obwohl weit verbreitet, ist die Installation von Cyberware immer noch ein gefährlicher, invasiver Eingriff, der nur von qualifizierten Spezialisten durchgeführt werden kann. Ripper Docs. In Night City arbeiten diverse Ripper Docs, die jeweils eine unterschiedliche Palette an Cyberware-Upgrades anbieten. Wähle ein gewünschtes kybernetisches Upgrade aus der Liste und dann viel Spaß mit deinen, neuen Fähigkeiten. Vicky, okay. Fit wie ein Turnschuh, alter Ripper. Schön, dich zu sehen. Auch schön, dich zu sehen, wie. Ist eine Weile her. Also, was führt dich zu mir? Letzter Job. Hab mich mit dem Neuro von der Kundin verlinkt und mir vielleicht was eingefangen. Migräne? Übelkeit? Überempfindlichkeit gegen Licht? Das ganze Paket. Okay, Kleiner. Wir kriegen das schon hin. Wie geht's sonst so? Gut. Kennst du Dexter? Hab einen neuen Fixer getroffen. Hat mir einen Job gegeben. Dexter DeShawn. Echte Größe aus dem Afterlife. Aus dir wird langsam was. Aber? Gibt's was, das du mir nicht erzählst, Vic? Sei vorsichtig. Sonst nichts. Hab einiges von Dex gehört. Ist wohl nicht so gechillt, wie er sich gern gibt. Gut zu wissen. Ich brauch was Neues. Werkzeug, kein Spielkram. Besseres Visier und festeren Griff. Wirklich? Jetzt? Endlich? Vic, jetzt wird's ernst. Hab einen Job von Dex DeShawn, einen von der Oberliga. Ich brauch richtig gute Tech. Der Dexter DeShawn. Systemstörung. Tja, das ist schon was. Aber lass mich raten, bezahlt hat er noch nicht. Woher weißt du das? Ich bezahl dich nach dem Job, ich hab das Geld. Ich hab nicht das Geld. Hör auf zu flennen, Vic. Ich bring dir die Eddies später. Mit Zinsen. Du kennst mich. Ein letztes Mal, klar? Na gut. Ausnahmsweise da... Oh, cool Arm. Ausnahmsweise da... Wir ja das erste Mal in dem Spiel hier sind. Wäre komisch, wenn sie es uns nicht geben würden. Hiroshi Optik. Das Beste, was ich habe. Und passend für das, was du suchst. Bitte? Hiroshi, das Tech ist vom Feinsten? Hiroshi? W?
Weg. Das ist das Beste, was man finden kann. Hm, klingt für mich, als wäre es genau das Richtige. Ich habe versprochen, dich zu bezahlen, aber das könnte ein bisschen zu viel sein. Uns beiden fällt schon was ein. Im Moment will ich nur, dass du in einem Stück wiederkommst. Mit den Eddies. Ey, danke, was bist du für ein Ehrenmann? Du schaust dich um und wählst aus. Ich scanne. Mal sehen, was da drin los ist. Cyberware. Kybernetische Implantate sind mechanische Ersatzteile für organische Körperteile. Sie verleihen dir mitunter übermenschliche Fähigkeiten, die deine Kampffähigkeit verbessern und dir dabei helfen können, Gefahrensituationen lebend zu überstehen. Obwohl die Installation von Cyberware im Jahr 2077 weit verbreitet ist, handelt es sich dabei immer noch um einen gefährlichen, invasiven Eingriff, der nur von qualifizierten Spezialisten zuverlässig durchgeführt werden kann, und zwar von Reaper Dogs. Verfügbares Objekt. Okay. Dann, die Roshi-Optik. Du kannst die Cyberware, die du im Spiel findest, in der Klinik installieren. Okay. So, dann haben wir hier noch was. Und zwar ballistischer Co-Prozessor. Was lese ich denn da? Erhöht die Chance auf Querschläger mit Powerwaffen. Verbindet die optischen Implantate des Benutzers direkt mit dem Waffensystem, wodurch Daten in Echtzeit verfolgt werden können. Interessant. Haben wir noch was? Verfügbare Items 4. Achso, die müssen wir aber kaufen. Ja, dann lass mal. Wie gesagt, ein guter Scanner. Zeig Daten auf deiner Netzhaut an. Das Sahnehäubchen ist der eingebaute Linsendisruptor. Einfach gesagt, Überwachungskameras nehmen dein Gesicht nur verschwommen wahr. Aber denk dran, dein Körper ist trotzdem zu sehen. Okay. Das sollte gehen. Reagiert auch auf Kiroshi-Tag. Coole medizinische Sachen hier. Bereit. Leg los. Perfekt. Dann los. Leg deinen Oberliga-Arm dort ab. Was gibt's Neues bei Victor? Also, was gibt's Neues im Leben des Victor Vector? Ganz ehrlich, nicht viel. Und genauso gefällt's mir auch. Früher drehte sich bei mir alles nur darum, woher du kommst, wer du bist, was du hast. Und wie ging's weiter? Ich hab einen Schlussstrich gezogen und bin raus. Werd in Nightfucking City nie zur Legende werden, aber wenigstens schlaf ich ruhig. Okay, legen wir unseren Arm da drauf. Genau so. Danke. Jetzt noch ein Anästhetikum, dann wird geschnitten. Spürst du was? Fühlt sich an wie beim Zahnarzt. Nichts, wir sind hart. Ich spüre kein bisschen. Weißt du, du fragst mich das jedes Mal. Warum sollten die Dinge plötzlich anders sein? Sicher, Kleiner. Ist ja nicht so, als gäbe es ein Risiko auf einen Hirnschlag oder Lähmungen. Aber was weiß ich schon? Bin ja nur Arzt. Eben. Das dachte ich mir. Ich schalte kurz das Licht aus, okay? Warum? Okay, testen wir's. Jetzt wird's magisch. Ich verlinke dich. Anfangs könnte dir unwohl sein. Verschwommene Sicht, wenig Kontrast, Glitches. Also, wie sieht's aus? Fühlt sich alles gut an? Besser denn je. Wow. Das ist fantastisch, Vic. Sehr schön. Zeit für... Menschenscan. Wenn du Menschen mit deiner optischen Cyberware scannst, erhältst du viele nützliche Informationen. Zum Beispiel darüber, wie stark ein Gegner sein könnte, wer zu seiner Crew gehört oder was für einen Waffentyp er verwendet. Als fähiger Netrunner erhältst du eine Liste an Quickhacks, die du gegen deine Gegner einsetzen kannst. Den Scanner. Den hatten wir doch schon. Was soll ich denn scannen? Vielleicht eine Gewöhnungsphase, aber beim ersten Mal tut's halt weh. Der Scanner sollte sich irgendwann mit deinen Gedanken synchronisieren und deine Absichten auslesen. Okay. Dann habe ich noch einen NCPD-Datenscanner eingebaut, damit du, wenn du auf irgendwelche Schurken triffst, weißt, was sie getan haben. Gut zu wissen.
Fahndungsdatenbank. Du hast nun Zugriff auf eine Datenbank mit Personen, auf die ein Kopfgeld ausgesetzt ist. Du kannst die Gefahndeten mit deinem Scanner identifizieren. Da sie alle tot oder lebendig gesucht werden, ist es dir überlassen, mit welchen Methoden du dir das Kopfgeld sichern willst. Das sollte wunderbar klappen. Jetzt zieh deine Waffe. Du solltest deine Munition und ein brandneues Visier sehen. Waffe ziehen. Ich sehe nichts. Danke, W. Was ist mit dem Virus? Was ist mit dem Neurovirus? Vom letzten Job. Kannst du das checken? Längst beseitigt, als ich dein Implantat eingesetzt habe. Hab alle Schaltkreise gescannt und den kleinen Bastard frittiert. Bist jetzt offiziell bugfrei. Danke, Vic. Scheiße, Victor, nicht schlecht. Ich bin sprachlos. Nimm das hier und denk an die Dosierung. 2 Züge jetzt und weitere 2 in einer Stunde. Wir vertrauen dir. Danke, Vic, bist der Beste. Danke nochmal, Vic. Du bist der Beste. Ich schulde dir was. Dann los, Kleiner. Zeig ihnen, was du kannst. Ja. Und wenn du ganz oben bist, vergiss nicht, woher du kommst. Jo, und ich schulde euch auch was, und zwar den nächsten Part. Den gibt es nämlich... An deine Deckung, du Volltrottel! Wer gewinnt? Hernandez! Weißt du, früher hätte Malone dieser Krüppel längst auf dem Boden gelegen. Aber jetzt hat jeder Schädelpolster drin. Schluckt 75% jedes Hiebs. Okay, ja. Den nächsten Part gibt es in 2 Tagen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Habt eine wunderbare Zeit. Macht's gut. Tschüss.